Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Wir stromerten letztes Mal durch dieses Schiff. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir uns diesmal nicht so ganz so doll verlaufen. Ich habe das Gefühl, ich lande immer an denselben Orten und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das beunruhigt mich auf sehr viele Art und Weisen. Ich kann halt auch da oben nichts machen. Also ich kann da jetzt nicht gegenkloppen oder so. Vielleicht kann ich da irgendwie... Ich kann auch nichts irgendwie... Ich frage mich halt, was ich jetzt anvisiert habe. Da oben ist irgendwas. Ich weiß allerdings nicht, was. Und ich weiß auch nicht genau, wie man da hinkommt, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine Truhe. Okay, also irgendwie muss man da hochkommen. Ich weiß nicht, ob es uns irgendwie weiterhilft, dass wir jetzt wissen, dass da eine Truhe ist. Kann man hier irgendwas machen? Gegenstände nehmen oder so? Also, ich meine, wir können so hoch springen. Vielleicht kommen wir auch tatsächlich auch erst dran, wenn wir einen heftigeren Sprung haben. Ich wundere ein bisschen, dass man hier nicht reinkommt, ehrlich gesagt. Nun ja, oh shit, oh shit. Was ist ruhig los? Leute, Leute. Die kann ich auch nicht kaputt machen. Hier ist, das ist aber, glaube ich, wieder das, wo wir am Anfang waren, oder nicht? Das ist unsere blöde Zelle. Hier kommt man auch so weit nicht raus. Ich kann mich hier mal kurz aufladen. Oh je. Okay, ich merke mir das jetzt. Also ich gehe aus der Zelle raus, dann gehe ich die Leiter hoch. Dann bin ich in dem Raum, wo diese fette rote Stange ist. Diese fette rote Stange bringt mich leider nirgendwo hin. Die geht nämlich nicht hoch genug, glaube ich. Komme ich hier hoch vielleicht? Das ist auch eine fette rote Stange, die bringt mir nichts. Okay, ich gehe jetzt in die Tür. Hier waren die Fässer mit den Spinnen. Dann gucke ich mir nochmal die andere Tür an. Oh je. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Stück Toast, ne? So, dann ist hier die Tür. Mit dem Kaminraum, wo wir auch die Szene mit Kairi hatten. Ich habe schon wieder ein Level hochbekommen. Wie krass, warum kriegt man hier so viele EP? Ist das normal? Oh, Donald hat ein bisschen rumgezaubert. Ich glaube nicht, dass es Peter Pan war, wenn ich hier bin. Ich hoffe, ihr seht es mir auch nach, dass ich dann hier auch die Kämpfe mitnehme. Ich meine, ein paar Level mehr oder weniger. Hallo. Am besten natürlich mehr als weniger. Ach, die, das Fass war natürlich auch wieder ein Spinnenfass. Die können aber auch ordentlich was ab. Okay, jetzt ist er weg. Ich glaube, Peter Pan hat den ausgenommen. Kann das sein? Der ist wirklich ganz schön stark, glaube ich. Hey, sammle die Blubberblasen ein. So, das kann ich nicht machen. Das ist zu voll. Jetzt ist die Frage, hier komme ich auch nicht hoch. Ich hätte halt gedacht, wir müssen den irgendwie hinterher oder so. Aber das ist offensichtlich... Die sind halt irgendwie gefangen und wir müssen da irgendwie hin. Kann ich hier an dem Rohr hoch? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich hier an der Stange hoch? Die sieht genauso aus wie die andere. Kann ich nicht hoch. Wäre halt auch nicht viel gebracht. Hier geht's. Eine Schweigeminute. Für meine Intelligenz. Okay, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Ah, ist das schön. Okay, egal. Wir kommen hier bestimmt irgendwie weiter jetzt. Das ist... Oh mein Gott. Ich freue mich gerade wie ein... Honigkuchenpferd, dass wir hier doch weiterkommen. Ich habe uns schon, ehrlich gesagt, 2 Millionen Mal im Kreis laufen sehen, bis ich dann resigniert die Folge beende und auf eure Kommentare warte. Damit ich irgendwie weiterkomme. Okay. Aber hier ist sonst nichts gewesen, oder? Ach, warte mal, da ging es runter. Das habe ich jetzt aber gesehen. Oh, da war eine rote grüne Triebtech. Rot. Meine Augen. Achso, das war einfach nur das andere Loch. Egal, ich mache erstmal die grüne Triotech. Die sollten wir nicht drauf... Okay, wir können die doch nicht machen. Ach, warte, stimmt. Das können wir nur mit Goofy machen, ne? Goddammit! Wendy, bist du da drin? Kannst du das bitte nochmal versuchen? Sie hat... Ich... Oh, hier ist ein Messer. Kann ich da reden mit irgendwem? Hallo? Ist ein bisschen aus wie bei den Teletubbies, was so hochkommt und... Okay, ich bin durch dieses Loch gekommen. Auf der anderen Seite ist auch ein Loch.
diese Tür geht offensichtlich nicht auf. Oder sie wird auf jeden Fall nicht aufgemacht. Wendy hat nicht geantwortet oder ist auch gar nicht drin. Ich baller hier ein bisschen rum. Eigentlich müsste uns jeder jetzt gehört haben. Da komme ich nicht runter. Hier kann ich auch mit keinem reden, glaube ich. Das klang aber gerade nicht so geil. Und hier komme ich halt irgendwie nicht rein. Also, ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite eine Triotech ist. Hier ist auf jeden Fall keine. Ich gehe nochmal in das Zimmer. Hier muss irgendwas sein, was wir übersehen haben. Oder was ich in dem Fall übersehen habe. Außer einer Piratenflagge. Das Rohr hier bringt mir auch nicht viel. Da oben ist halt so ein Ding. Ich brauche halt Goofy. Ich weiß jetzt nur nicht... Mit dem Ding hier, ne? Das geht doch. Ich glaube, hier kann man nämlich seine Mates wechseln. Der Controller mobbt mich gerade immer noch ein bisschen. Seht es mir nach, ich drücke gerade nach unten, es passiert nichts. Man hört es sogar vielleicht ein bisschen. Vielleicht sollte ich es auch lassen. Oh, es ist was passiert. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gedrückt habe, dass das passiert hat. Ist. So. Okay, Donald, ja. Und dann Goofy. Oh nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Peter Pan jetzt ersetzen durch Donald. Danke, das ist genau das, was ich wieder bestätigen. Jetzt ist Peter Pan weg. Und wir können die Triotech regeln. Wenn ich nach unten drücken kann. Da oben war nämlich, glaube ich, so eine Klappe, so eine Luke. Magic! Und eine Leiter kommt runter. Und die Luke geht hoffentlich auch auf. Sonst bringt uns diese Leiter hier herzlich wenig. Goofy, was machst du da? Ist jetzt halt die Frage, ob ich wieder zu Peter Pan wechseln sollte. War halt schon stark, ne? Warum halte ich mich daran jetzt nicht fest? Diese ganzen Fragen. So. Ah, jetzt geht's. Oder auch nicht. So, jetzt. Und jetzt drücke ich nach oben. Okay, perfekt. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Auch wenn es so aussieht. Oh, wir sind bei Hook im Büro. Rico, warte! Büro, Kajüte. Okay, der sah scheiße unheimlich aus. Ist das so ein Zwischenendgegner? Der hat aber... Warte, was ist das da? Bis jetzt hat er noch nicht so viel gemacht, aber das kann sich gleich ändern. Vielleicht rastet er gleich. Oh mein Gott, das ist zwei? Jetzt ist es drei? Oh, scheiße jetzt. Das ist natürlich kacke, ne? Wenn da so ein Schatten ist. Der ist halt nur ein Schatten. Ich glaube, ich werde meine Magie erstmal aufbewahren. Für Heilungszauber. Ich würde ja jetzt gerne mein Schwert wechseln, ne? Aber ich bin jetzt natürlich im Kampf. Oh, hier ist eine Truhe. Ach nee, die kann ich eh nicht aufmachen. Was sind die denn gerade? Ich sehe die gar nicht. Ach, da ist eine. Lass mich doch mal in Ruhe aufheilen, du Blödmann. Mir gefällt diese Bossmucke nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte ja sparen, ne? Jetzt haben sie sich natürlich... Oh Gott, kacke, kacke, kacke. Ich habe hier Aero bekommen. Stummes Schwert gegen was auch immer er hat. Ich glaube, er hat das Standardschwert. Das sieht jedenfalls so aus. Aua! Ist natürlich auch eine super Arena, um zu kämpfen. Hinter so einem Stuhl. Aua! Wenn er so rumschwabbelt, kann er mich immerhin auch nicht angreifen, ne? Ich frage mich halt nur, okay, ich merke mir erstmal seine HP-Anzeige. Die ist halt... Grün ist ungefähr in der Mitte und gelb auch. Macht ja auch Sinn bei so einem Mittel. Ey! Aua! Okay, das Grüne wird irgendwie mehr. Wie lange brauchen wir denn, um den Raum zu kriegen? Hat sich ja richtig gelohnt, sich zu heilen. Ich würde mich ja gerne noch ein bisschen mehr, ein bisschen schneller bewegen. Ich sollte auch mal meine Rolle mehr benutzen. Das ist so ein bisschen wie bei Dark Souls, ne? Ich weiß ja nicht, wer von euch spielt gerade Dark Souls. Da gibt es ja auch diese, wenn man die Rolle macht, diesen Moment der Unverwundbarkeit, wie mir mich herbeigebracht hat. Wo ist denn da jetzt? Ich würde ihn gerne ansehen. Ich sehe ihn gar nicht. Ist er unsichtbar? Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Wow! Jetzt kommt er einfach random aus dem Boden oder was?
Oh, scheiße. War meine Magie wäre jetzt auch nicht aufgeladen oder so. Jetzt ist er weg. Im anderen Raum. Why not? Okay, jetzt ist er schon wieder weg. Sag mal, das ist ganz schön anstrengend gerade. Komm, der chillt hier so durch die Gegend. Der chillt sein Leben. Jetzt ist er weg. Oh Gott, er kommt zurück. Das macht er immer, diesen Gegenschlag. Danke. Oh, ich wurde geheilt. Es ist halt aber auch fies, dass die drei Leute sind. Alle zu drei. Haben die gerade zu zweit auf mich eingekloppt? Ich verstehe halt auch nicht, ob der wirklich Schaden nimmt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich meine, seine grüne Leiste wird mehr. Ist das normal? Wird eine grüne normalerweise weniger? Grün ist doch eher... Oh, jetzt bin ich, glaube ich, gleich tot. Ja, jetzt kommt der Gegenschlag. Aber ich wurde geheilt. Das Ding ist, dadurch, dass sie im Boden verschwinden können, sind die auch relativ schnell immer bei einem dran. Das heißt, wenn ich weglaufe, bringt das gar nichts. Weil die sich einfach quasi random zu mir her teleportieren können, so halb. Manu! Aua! Ich kann mich halt auch nicht mehr ewig heilen. Aber die hat ein paar Tränke gerade für mich. Aber das werden sie nicht unendlich oft haben. Oh, okay. Also das grüne Ding wird jetzt tatsächlich ganz weniger. Dann sollte ich mich vielleicht mal wieder ein bisschen am Riemen reißen. Oh je. Hier sind so viele von denen. Da war sein Scheißschlag. Der sogenannte Kotschlag. Ja, Mann! Wird heute Aggro hat. Das war fast. Oh Mann, die sind so nett immer zu mir. Donald ist aufgelevelt gerade. Hat Level abbekommen. Mitten im Kampf. Kriegen wir hier so viele Erfahrungspunkte durch diese Schattendinger? Hey, was soll das? Aua! Oh Gott, die sind beide tot, der gerade. Okay, ich rolle jetzt durch die Gegend, bis Donald und Goofy wieder am Start sind. Ich weiß nicht, ob das feige oder klug ist. Au. Okay, das war nicht so schlau, in deren Richtung zu rollen. Bitte, Leute, werdet wieder fit. Das Problem ist, ich wollte gerade mal gucken, ob ich noch einen Potion habe, aber mein Controller funktioniert ja gerade nicht richtig. Okay, was soll's. Ich muss ja... Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weiter und sonst muss ich den halt normal versuchen. Ich weiß ja nicht, wie normal das ist, so diese Viecher hier jetzt nochmal zu machen. Vielleicht ist das auch so ein Pipifax-Gegner und ich bin hier gerade derb überfordert. Ich wünschte, die beiden Schlafnasen hier würden jetzt mal langsam wieder aufwachen. Das war knapp. Oh mein Gott, Goofy ist wieder am Start. Donald, wo bist du? Wehe, ihr haut Goofy zum Hus. Dann gibt's richtig Ärger mit mir. Komm wieder zurück, Blödmann. Hat er mich getroffen, ne? Wird hier gleich richtig böse auf dich. Blöder Schattensucher. Das ist Goofy. Und das mich. Au! Okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich beim nächsten Schlag auch nicht mehr ge... Oh, doch. Dankeschön, ne? Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das müssen wir aber wieder ein bisschen auszahlen hier. Nachdem wir die ganze Zeit eingesteckt haben. Ah, Manu! Goofy ist wieder down! Und ich bin auch gleich down! Hat er mich gerettet. Ja, läuft gerade nicht so gut, muss ich zugeben. Okay, jetzt kommt gleich wieder... Ich glaube, den muss ich nochmal machen. Oh nein. Ja, wir machen natürlich weiter. Ach, scheiße. Okay, ich wechsle jetzt aber vorher das Spiel. Das Spiel, genau. Ich spiele jetzt nämlich Pokémon. Nein, ich wollte das Schwert wechseln. Ich habe das Gefühl, ich mag das andere mehr. Ich muss nochmal kurz gucken, wo ich das mache. Wunderlampe, genau. Ich möchte nämlich... Nee, Maritim sieht furchtbar aus. Keine Ahnung, ob der gut ist, aber der Simplexus, glaube ich, war, dass der gut war. Ja, der Simplexus hat mir gut gefallen. Komm, den nehmen wir. Ja, und dann würde ich sagen, heben wir uns den Kampf für nächste Folge auf. Ich hoffe ja, dass wir die dann schlagen, die drei. Oder den einen, ich weiß es nicht genau. Der kann sich ja irgendwie drei teilen. Und ja, mal gucken, ob wir das gebacken bekommen. Ich würde mich freuen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps, was das Bekämpfen von dem Viech oder den Viechern angeht. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in zwei Tagen. Bis dann, Leute. Ciao.